Liebe Zuschauer, recht herzlich willkommen hier bei Pearl TV von unserem Messestand auf der Internationalen Funkausstellung im Jahre 2013. Und ich wiederhole mich gerne, wenn ich an dieser Stelle mal wieder sage, dass das eine absolut verrückte Messe ist. Das meine ich positiv. Hier findet man Dinge, die man an anderer Stelle so nicht sieht, die man aber in der nahen Zukunft doch in den Einzelhandelsgeschäften zu kaufen bekommt. Und auch wir werden hier in der Halle 8 förmlich überrannt, denn wir sind einer der spektakulärsten Stände überhaupt auf der ganzen Messe. Denn wir haben eigentlich genau das im Programm, und zwar jetzt schon erhältlich, wovon die anderen zum Teil in den anderen Hallen erst noch reden, erst noch überlegen, wie sie es hinbekommen. Und da möchte ich Ihnen mit dem Kai zusammen jetzt ein Handy vorstellen, was seinesgleichen sucht. Es ist eine absolute Premiere, die wir für Sie im Programm haben. Technisch absolut top und ausgereift, aber dabei so flach, dass es sicherlich in jede Hosentasche, in jede Hemdtasche, in jedes Sakko passt. Also wenn man wirklich auf der Suche ist nach einem technisch ausgereiften Gerät, was aber sehr, sehr dünn ist und sehr leicht zu handhaben ist, ist das genau das richtige Gerät. Oder keine tolle Premiere, die wir vorstellen. Also normalerweise sagt man ja, irgendwann wird die Luft dünner. Nein, bei uns wird die Technik dünner und das aus gutem Grund. Wir stellen Ihnen, und das ist die Weltpremiere dieses Jahr auf der IFA hier in Berlin, also Internationale Funkausstellung, das dünnste Handy der Welt vor. Und das haben wir geschafft und vor allem haben wir es auch geschafft, dass es für Menschen bezahlbar bleibt. Ich habe gestern Abend mal mir die Präsentation in Amerika von einem neuen Smartphone angeguckt und war schon recht überrascht, dass man für ein Kunststoffgehäuse mit 4 Zoll und tatsächlich mit 16 GB Arbeitsspeicher 599 Euro hinlegen soll für ein Handy. So, wie komme ich sowas günstiger? 24-Monats-Vertrag, zack, an der Backe. Und schon kann ich das brav abzahlen, meistens dann auch noch 10, 15, 20, 25 Euro im Monat dazu für dieses Must-Have für das Handy. Für mich absolut irrsinnig. Milchmädchenrechnung, ich zahle dann 200 Euro fürs Handy und dann 24 Monate nochmal 30 Euro. Es rechnet sich einfach nicht. Wichtig für uns war top aktuelle Technik und das eben als dünnstes Handy der Welt. Und wenn man jetzt mal fragt, wie dünn ist es denn? Dann können wir Ihnen hier ganz furztrocken antworten, 5,88 Millimeter schlank. Wir haben es für unsere Zuschauer und auch hier natürlich in Berlin an unseren Monitoren mal eingeblendet. Man kann es wirklich nachmessen. Ja. Es ist unvorstellbar, wir haben ein komplettes Aluminiumgehäuse bei diesem absoluten Designertraum. Wir haben ein absolut tolles Display, nämlich ein sogenanntes AMOLED-Display. Ein großer koreanischer Hersteller hat es damit geschafft, Unsummen an Verbrauch zu reduzieren und einzusparen. Und dieses wunderschöne Handy hat eine Leuchtkraft vom Display von 400 Lumen. Das heißt, egal ob bei direkter Lichteinstrahlung oder eben auch bei Dunkelheit, die Kontraste sind ultra scharf, das sieht phänomenal aus, alles richtig schön scharf auch von den Konturen. Und dass man Technik in so dünn verpacken kann, ist ein absoluter Knüller. Das ist wirklich irre hier. Es ist natürlich klar, dass gerade solche Geschichten immer am Akku saugen. Das kenne ich von meinem Gerät auch. Ja. Das Display, gerade wenn es so hochauflösend ist, saugt permanent am Akku. Dauert ja auch immer 2-3 Minuten, bis es in den Standby zurückspringt, je nach Einstellung. Dann hat man natürlich auch die ganzen Internetanwendungen, die auch schon ordentlich am Akku saugen. Und da ist es schon sinnvoll, also wirklich eine Technik zum Einsatz zu bringen, die Ihnen tatsächlich eine gewisse Stromersparnis liefert. Und genau das haben wir hier entsprechend mit dabei. Reden wir kurz über den Prozessor. Wir haben hier einen 2-Kern-Prozessor mit drin. Und da gibt es den einen oder anderen, der wahrscheinlich noch sagt, ich gehöre dazu. Immer vor 5-6 Jahren hätte ich mich tatsächlich gefreut, hätte ich sowas überhaupt in einem Laptop drin gehabt. Ja. Das macht das Gerät natürlich ultra schnell. Das heißt, Internetseiten, die Sie sich aufrufen möchten, Schriftverkehr, meine SMS oder auch meine E-Mail, was auch immer Sie machen möchten, wird ruckelfrei und vor allen Dingen in einer absoluten Brillanz dargestellt, so dass man also wirklich hervorragend damit arbeiten kann. Als Betriebssystem haben wir uns hier für Android entschieden und es gibt einen Grund dafür. Das haben auch viele andere Menschen allein schon im ersten und im zweiten Quartal dieses Jahres festgestellt. Es ist weltweit Betriebssystem bei Smartphones, bei sogenannten Tablet-PCs. Und es hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Ich habe keinen Hack-Mack mit meinem Rechner, wenn ich einen Windows-Rechner habe. Daten hin, Daten her, das geht rucki-zucki und sie vertragen sich ausnehmend gut. Und ich muss nicht extra wieder Software runterladen, die an ein anderes Programm angepasst ist, von einem Fremdhersteller, dass alles funktioniert. Kleiner Tipp mal an Sie. Das ist ein absolutes Design-Highlight, was wir Ihnen hier auf der IFA vorstellen. Und es gibt viele, die jetzt anfangen mit einem Fingerprint-Sensor und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, da steckt alles drin, was ich heute von einem Smartphone erwarte und brauche. Wir haben eine Top-Kamera vorne drin, eine Top-Kamera hinten.
Videotelefonie ist möglich, ich kann Schnappschüsse machen, ich kann ins Internet, ich kann damit navigieren. Das ist auch ganz wichtig, weil wir einen GPS-Empfänger drin haben. Das heißt, alle Dinge, die ich von einem Smartphone heute erwarte, macht dieses Gerät absolut perfekt. Aber es gibt kein Gerät weltweit, was dünner ist. Und wenn Sie jetzt ein Hemdträger mit Brusttaschen sind, fällt das einfach nicht mehr auf. Es passt natürlich auch überall super rein. Wenn Sie zum Beispiel eine kleine Herrenhandtasche haben, gibt ja auch Leute, die das dabei haben, nimmt keinen Platz weg. Und vor allem ist es absolut stabil durch das Alugehäuse. Und da gibt es einige Hersteller, und zum Preis kommen wir noch am Schluss, die für den Preis, für den wir es anbieten können, sich überhaupt noch nicht mal hinsetzen, um sowas überhaupt zu produzieren, weil sie es gar nicht schaffen werden. So, weg ist es. Zack. So, ich hoffe, man kann es sehen. Schwarz auf Schwarz ist immer ein bisschen undankbar, aber so müsste es eigentlich passen. Ich merke das ehrlich gesagt gar nicht. Vom Gewicht her ist es fantastisch. Es ist diese dünne Optik. Ich bin versucht zu sagen, mein Hemd hat keine Taschen. Hoffentlich ist es nicht das Letzte. Deswegen kann ich es Ihnen leider am Hemd nicht vorführen, aber in der Sakkotasche funktioniert es ganz hervorragend. Und es ist wirklich rucki-zucki einsatzbereit. Ist auch eine manierliche Größe. Mit 4 Zoll ist man da mit über 10 cm super mit dabei. Das heißt, man hat also auch bei der Darstellung von Internetseiten oder auch von Fotos eine vernünftige Größe, womit man hervorragend arbeiten kann. Und ich bin überrascht, wie reaktionsstark dieses Telefon ist. Funktioniert ja wie viele andere oder wie die meisten anderen Smartphones auch mit einfachem Wischen. Das heißt, ich gehe hin und wische dann eben in die entsprechenden Elemente Guck mal, hinein, die ich haben das möchte. Eine vom Ständer, da das andere so eine, flach ist. Das ist unglaublich. Da unser eines Muster gleich schon wieder rum. Komm, das pack mal wieder drauf. Oh Gott, du Arme. Liegt aber nicht am Handy, liegt am Kleber, den wir da drauf haben. So. Nee. Passt kommt nicht vom Essen, das ist so dünn. Ja, genau. Also ein ganz, ganz tolles Teil. Schön natürlich auch die Tatsache, dass ich hier auch über das Android-System an die Apps rankomme, an die kleinen Programme, dass ich auch mal spielen kann. Bei der Größe hier, wenn ich mal eine halbe Stunde im Bus sitze oder in der Bahn oder mal auf dem Weg irgendwo anders hin bin, kann ich mir die Zeit ein wenig vertreiben, kann trotzdem meine E-Mails schreiben, auch meine Anwendungsprogramme natürlich runterladen. Also das Ganze funktioniert hier in Windeseile. Wichtig natürlich, ich kann mich oder muss mich nicht für einen bestimmten Anbieter entscheiden. Das Telefon ist vertragsfrei und SIM-lockfrei. Vertrags- und SIM-lockfrei, und das ist ganz entscheidend. Es gibt heute immer noch die Möglichkeit, sich allerneueste Technik in Verbindung mit einem Vertrag nach Hause zu holen. 24 Monate gebunden, ständig diese Tarifspringerei. Mal wieder hier, mal wieder da, über eine neue Telefonnummer. Das ist doch alles Blödsinn. Machen Sie doch mal einen vernünftigen Kauf für wenig Geld. Und ich sage wirklich wenig Geld, und haben Sie einfach ein Handy, mit dem Sie tun und lassen können, was Sie wollen. 32 GB interner Speicher, mit dem Sie aber flexibel sind, denn Sie können die MicroSD-Karte jederzeit auch tauschen. Das bedeutet also eine MicroSD-Karte vielleicht für Spiele, eine dann für vielleicht berufliche Dinge, eine dann wieder für Musik, und so können Sie eigentlich bei diesem Handy den Speicher unendlich erweitern. Und das ist natürlich auch nicht so doof, weil bei anderen Geräteherstellern bin ich einfach gebunden dran. 16, 32, 64, jetzt auch schon 128 GB, die kein Mensch bezahlen kann. Das Gerät liegt bei knapp 1000 Euro. Ja. Irre. Das musst du mal wegtun für ein Telefon, entschuldige bitte. Ja. Also bei allem Respekt. Ja. Also ich bin ja gerne bereit, für gute Qualität gutes Geld auszugeben, aber das geht weit übers Ziel hinaus, wenn du mich persönlich fragst. Das ist eine Monatsmiete, die mir eben für ein Telefon drauf geht. Also, das sich zu leisten bedeutet Vertrag. Brauchen wir alles nicht. Wir kommen jetzt mal auf den Preis, liebe Zuschauer. Wir hatten das Gerät gelauncht für knapp unter 200 Euro. Knapp unter 200 Euro. Sind dann nochmal in uns gegangen und haben am ersten Messetag für Sie den Preis nochmal ganz massiv nach unten gesetzt. Aber liebe Zuschauer hier in Berlin, das ist ein absolutes Design-Highlight. Wenn man das mal in der Hand gehabt hat, möchte man eigentlich mit gar nichts anderem mehr spielen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Preis, den wir Ihnen jetzt anbieten können. All diese Technik, von denen unsere Berliner Zuschauer und auch unsere Zuschauer zu Hause jetzt von uns die Informationen gekriegt haben, kriegen Sie für 169,90 Euro. Und jetzt sagen Sie mir ein Handy für den Preis ohne Vertrag, was ein Aluminiumgehäuse hat, ein AMOLED-Display, Dual-Core-Prozessor drin, flexiblen Arbeitsspeicher, neuestes Betriebssystem, zwei Kameras drin. Ja. Also wirklich das komplette Programm. GPS natürlich, Standortbestimmung, Navigationsgerät ist alles kein Thema. Und das für noch nicht mal 170 Euro. Ganz ehrlich, wer sich dafür was anderes entscheidet, dem können wir bei allem Respekt auch nicht mehr helfen. Das ist eine mehr als interessante Alternative, speziell dann, wenn man auf Android abfährt. Ein Hochleistungsgerät für ganz, ganz kleines Geld. Viel Spaß dabei. Tja. Also, PX3596 und die 569 ist die Bestellnummer. Und Sie sollten jetzt mal anrufen, weil die gehen aus dem Haus wie die warmen Semmeln.